Ja, wer sich diese Frage allzu oft stellt, vor allem mit Bezug auf das, was ihm geschieht, was ihm widerfährt, und das als ungerecht vielleicht empfindet, ich glaube, der wäre nicht zwingend glücklicher, wenn er sich das immer wieder fragt. Ich glaube, ungerecht ist ja oft vieles aus subjektiver Sicht. Wenn man dann etwas um sich schaut, da braucht man auch nicht sehr weit zu reisen, wird vieles relativiert. Und ich glaube, bei der Frage, ist es ungerecht, was mir widerfährt, wäre oft etwas mehr Gelassenheit ein guter Ratschlag, denn denken Sie an die Geschichte des chinesischen alten Bauern-Ehepaares. Der einzige Sohn ernährt sie, bricht Bein und Arm. Und was macht man? Ungerecht. Am nächsten Tag kommen die Häscher des Kaisers und nehmen alle gesunden jungen Männer mit. Ich glaube, Gerechtigkeit ist oft eine Summe von vielen Sachen und man darf es nicht einfach am Einzelfall festhalten. Deshalb glaube ich, ist es viel wichtiger für mich, mir zu überlegen, wie gehe ich um mit anderen Leuten? Also, wie behandle ich andere Leute? Und da habe ich eigentlich, ja, ein, zwei Regeln. Ich denke, so wie ich gern möchte, dass meine Kinder behandelt werden von anderen, so versuche ich auch andere Kinder und Jugendliche beispielsweise zu behandeln. Und ich denke, solange nicht bewiesen ist, dass Ungerechtigkeit dieser Welt durch ewige Gerechtigkeit ausgeglichen ist, müssen wir einfach alles unternehmen, damit wir möglichst viele gerecht behandeln. In diesem Sinne finde ich die Frage interessant. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir nicht einfach nur philosophieren, schreiben, politisieren, denn da wird auch vieles ja fast zur Worthülse. Man fordert Gerechtigkeit und oft schafft man durch mehr Normen noch mehr Ungerechtigkeit. In einem Land darf man ein Saatgut nicht verwenden, aber die EU schreibt vor, dass der Import des Lebensmittels, das in einem anderen Land damit angebaut wurde, eben doch zulässig ist. Das nun gerecht oder ungerecht? Ich glaube, man muss einfach wieder zurückgehen und sich überlegen, auch mit dem gesunden Menschenverstand, wie behandle ich andere Leute? Wie gehe ich auf andere Leute zu? Deshalb ist es bei mir auch so im Unternehmen der BBC haben wir das ABC der BBC und da gehört zum Beispiel Integrität auch zu den Werten, weil Integrität heißt, ich halte mich an Regeln, auch wenn andere nicht zuschauen. Das hilft, mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Auch Mut gehört dazu, denn oft muss man Mut zeigen, um Ungerechtigkeit zu verhindern. In dem Sinne ist das Leben gerecht, es kommt darauf an. Ich glaube, wenn man sich aber immer nur die Frage stellt, weshalb widerfährt mir Unrecht, wird man sicher nicht glücklicher. Wenn man hingegen versucht, andere gerecht zu behandeln, dann hilft man mit, dass es einigen wenigen Menschen etwas besser geht, etwas gerechter geht.